Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Quaresmas Skillshow. Ja, heute geht es weiter mit der dritten Episode, mit dem dritten 5-Star-Skill. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wir haben ein sehr interessantes Team. Es wäre mit ein paar mehr Nationen und Ligen möglich gewesen, aber dazu gleich kurz noch mehr. Heute ist ein Skiller dran, der in einer sehr doofen Liga spielt, allerdings trotzdem ein sehr guter Spieler ist. Und zwar geht es um Nadir Chivchi. Wenn ihr PSN und Microsoft Guthaben braucht, schaut bei Kingwin vorbei, Link in der Videobeschreibung, bei Facebook, Twitter ebenfalls und für Headsets bei Sennheiser, dem Marktführer, wenn ihr mich weiter unterstützen möchtet. 5-Star Skills, 4-Star Week, Foto, Mittelarbeitsrate 1,85 groß, kostet knapp 4300 Coins, 83 Tempo, 74 Dribbling, 68 Shooting, 73 Physics, hat eine ordentliche Körperstärke, ist ansonsten ein richtig, richtig nicer Spieler, zumindest von den Stats her, wenn er nicht in dieser Liga spielen würde und die Nationalität haben würde, was man einfach schwer verlinken kann, aber ich habe es geschafft, auf der anderen Seite natürlich wieder Ricardo Quaresma, unser Spieler, der hier quasi für das Team zuständig ist, beziehungsweise unser Main Man in dieser Episode und dieser Serie. Ja, Marshall Inform, eine schottische Innenverteidigung, dann Erkin und Silvio auf rechts und links. Emenike, der letztens gezogene Spieler als zentraler Mittelfeldspieler, weil ich ihn anders nicht einbauen konnte. Und ansonsten meistens nur Chemiehuren, aber ist ganz in Ordnung. Wir gehen ins erste Spiel der Episode und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Mal gab es einige richtig nice Tore, also bleibt auf jeden Fall mal dabei. Es war ordentlich und das Pack-Opening am Ende ist diesmal sogar ein bisschen größer, als es normalerweise in den ersten beiden Episoden war. Ja, das erste Team, hier, ihr seht, hat keine Chemie, 54 nur, aber gegen solche Teams ist es niemals einfach. Und wer ein bisschen FIFA-Erfahrung hat, der weiß das. Chivchi hier mit der ersten Chance spielt den Ball am Tor vorbei. Naja, okay, kann man ihm verzeihen mit dem schwachen Linken. Nächste Szene, ein paar Minuten später wieder. Chivchi macht das wunderbar. Mit dem Sculptor und dem Rabona-Fake. Jetzt hier nochmal der Ball-Row-Flick und dann geht er hier weiter mit dem Berber-Spin. Geht in den 16er, muss ihn nur noch reinmachen, der Pfosten. Mann, sowas mag ich überhaupt nicht. Nach 20 Minuten bleibt es immer noch mal 0:0. Und wieder ist es Chivchi und wieder versucht er durchzugehen. Macht das da gut, diesmal mit ein bisschen Pace. Will natürlich das Tor machen. Zweimal Ballrolle, der Ballroll-Flick und Silvio steht im Weg. Der Rechtsverteidiger vorne mit aufgerückt und dann so eine Kacke. Es geht noch weiter in der ersten Halbzeit. Das war nämlich noch nicht alles. Der Ball auf Quaresma und der versucht außen mit dem Roulette. Macht das schön, schön nochmal. Der Scoop-Turn, der Fake-Shot, der Rabona-Fake und der Pfosten. Mann, was ist denn hier los? Der Ball will einfach nicht rein, die ganze erste Halbzeit nicht. Und dann müssen wir in die zweite Halbzeit gehen. Und was soll ich sagen, da ging es dann dezent schneller. Ich weiß, was in der ersten Halbzeit los war, aber jetzt Pizzi hier mit dem Fake-Shot, mit dem Step-Over, geht weiter nach vorne, schöner Ball-Row-Fake und dann kommt der Job, der Pass auf Chivchi, der mit dem Scoop dann am Verteidiger vorbei und diesmal macht dann rein, 1:0, 47. Minute, erstes Tor von Chivchi und das erste richtig schöne Tor in dieser Episode. Ich denke mal, das kann man auf jeden Fall so machen. Für dieses Tor gab es 5500 Münzen aufgrund der 4-Star-Skills und dem 5-Star-Skill-Move, der als 4-Star-Skill gilt, und zwar dem Scoop-Turn. Ist auf jeden Fall ganz in Ordnung, würde ich sagen. Und es ging weiter mit Chancen. Hier haben wir einen Foul an Quaresma, von dem man, abgesehen von seinem Postenschuss, noch überhaupt nichts gesehen in dieser Episode, beziehungsweise in dieser Partie auch. Aber aus Freistößen kann der ja was rausholen. Haben wir letzte Episode einen richtig nicen gehabt. Mal sehen, wie es diesmal werden wird. Die Mauer steht da, bewegt sich nicht, vielleicht dran vorbei. Wunderbar, Pfosten. Ah, nein, aber dabei kommt zu Shahan und Shahan macht den rein mit rechts. Gibt keine Coins dafür, weil, naja, kein Skill-Move und Quaresma hat das Tor nicht geschossen. Aber trotzdem an sich kein schlechtes Tor, das 2:0 und somit die Sicherung. Und dann gibt es nochmal eine Chance für Chivchi. Versucht sie mit dem Scoop-Turn, mit dem Rabona-Fake, Dragback und nach vorne gespielt. Und der Schuss aber gehalten vom gegnerischen Torwart. Und das war dann so ziemlich die letzte Chance der Partie. Wir schlagen nochmal die Flanke in die Mitte, da ist Emenike mit dem Kopfball, aber der trifft nur die Latte. Und dementsprechend endet die Partie dann mit 2:0 für uns. Ist eigentlich ganz nice gelaufen, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall so machen. Und das nächste Spiel geht dann gegen dieses Team mit Red Bull-Logo. Milan AC heißt es und es ist ein Milan-Team. Ja, sehr, sehr kreativ auf jeden Fall mit allen Spielern, die man da so kennt. Montari beispielsweise, De Jong, Poli und so weiter und so fort. Kein Case Corona, aber immerhin Fernando Torres in der Sturmspitze. Das wird auf jeden Fall relativ interessant, würde ich sagen. Wir gehen rein in die erste Szene der Partie und die war auf Gegnerseite mit dem Ball auf Torres. Nach knapp 20 Minuten macht das hier gut, hält an. Der Finesse-Schuss ist perfekt und sitzt in der rechten unteren Torecke. Marshall Inform kommt da nicht mehr ran und dementsprechend steht es 1:0 für den Gegner. Torres hat das auf jeden Fall gut gemacht, kann man nichts gegen sagen. War ein schönes Tor, aber wir mussten natürlich zurückkommen und am besten mit Skill-Moves. Und da versuchen wir auch. Chivchi mit dem Scoop-Turn geht weiter mit dem Berber-Spin, macht das hier gut. Als nächstes kommt dann der Elastico-Job, dann ein Scoop-Turn nach einem Fake Shot, hier der Waka Waka nach dem Rabona-Fake, ein wunderbarer Magidi-Spin, nochmal ein Fake-Shot, macht das gut, der Job kommt und der Ball ist drin, 1:1, 15.500 Coins für dieses Tor, eine richtig geile Bude von Nadir Chivchi, hat er auf jeden Fall mal gezeigt, was der so drauf hat, kann man auf jeden Fall so machen, will ich mich absolut nicht drüber beschweren über den Spieler.
Und naja, es ging weiter mit guten Aktionen von Shifty. Setzt sich hier durch im Mittelfeld gegen De Jong, macht das erstmal gut und geht weiter. Spielt mal sein Pace ein bisschen aus, denn das ist ziemlich nice bei ihm. Spielt weiter, macht das gut mit dem Außenelastico. Naja, kommt mit dem Scoop-Turn glücklich durch. Dann kommt der, ja, das Anhalten. Quick Ball Roll, aber nur eine. Roulette, dann hier ein bisschen Step-Over gedönst. Ein Scoop-Turn nochmal. Geht weiter in 16er. Nochmal ein Rabona-Fake, macht das wieder gut. Dragback nach vorne und nochmal ein Fake-Shot. Geht in die Mitte, muss den nur noch reinmachen. Gibt viele Coins, macht er nicht. Es bleibt beim 1:1. Und das ist der Fehler bei Shifty, das Problem. Der ist einfach schlecht im Abschluss. Ja? Also sonst ist er eigentlich sehr, sehr nice. Die einzigen negativen Aspekte, die ich bei ihm finden konnte, hier schöner Sombrero-Flick mit einem Scoop-Down hinterher, naja, sind einmal die Liga und Nation, weil die Kombination halt scheiße ist, auch wenn man mit McKay Steven verlinken kann. In einem anderen Fall ist das Skiller noch, der auch demnächst dran sein wird. Aber ansonsten, naja, ist der richtig geil, bis aufs Finishing. Das hat er nicht so extrem drauf, ist aber gut genug auf jeden Fall. Also, naja, ihr werdet das Skiller-Rating am Ende sehen. Quaresma versucht sie wieder mit einem Freistoß aus knapp, naja, 45 Metern. Geht nicht rein und es war schwer, Tore zu schießen gegen dieses Team. Ich weiß nicht, wieso es einfach nicht geschafft habe. Es war sehr schwer, hinten durchzukommen. Vielleicht lag es daran, dass ein Milan-Team war. Hier mal ein Finesse-Schuss von Emenike, geht aber nicht rein und dann kommt diese Szene abgewehrt. Und wenn man kein Glück hat, dann kommt auch noch Pech dazu. Silvio versucht es mal und... natürlich wieder gegen die Latte. Das musste sein und naja, man kann nichts dagegen machen, wenn dann sowas passiert. Naja, wir haben kein unglückliches Gegentor bekommen bis zur 90. Minute. Da dachte ich mir, okay, komm, dann ist das Spiel bestimmt nicht Bullshit, dann kannst du nochmal ein Tor machen. Mit der Ballrolle am Verteidiger vorbei und... kein Freistoß, kein Elfmeter, keine rote Karte. Was? Was? Deswegen muss ich in eine Verlängerung und deswegen passiert dann sowas. Hier der Ball auf Menez und naja, was der da macht, ist gar nicht so scheiße und der Pass auf Torres ist auch nicht scheiße und der geht vorbei und verkackt, aber naja, der Ball ist trotzdem drin, weil Reynolds reinspringt. Also doch noch das scheiß Gegentor kassiert, aber in der Verlängerung, das vollkommen unverdient, denn die hätte ich gar nicht reingehen müssen, hätte dieses, naja, Foul da einen Elfmeter bzw. Freistoß und rote Karte verursacht. Aber gut, nochmal eine Chance in der 113. Minute nochmal von Shifty. Verliert aber den Ball, trotzdem, da verletzt sich Mutari, hat eine Zerrung, Ball nochmal auf Emenike gespielt, dann Shifty, versuch's nochmal, bitte, bitte, mach ihn rein, mit dem Roulette, mach das wunderbar, ja, der Gegner kann klären, flankt den Ball ins Aus, Ecke, ist an sich nicht schlecht, wir haben kopfballstarke Spieler da hinten in der Verteidigung, Quaresma bringt die rein und da ist Pizzi, was, Pizzi, nein, da ist Berra mit dem Schuss. Mann, der Innenverteidiger ist halt nicht der Beste auf dem Platz, sah an sich nicht schlecht aus, aber ist nicht reingegangen und, naja. Dann gab es nochmal einen Konter, hier der Ball auf Torres gespielt. Natürlich kommt der perfekt an, dieser Pass von Menez mit dem schwachen Fuß und der Lupfer geht zum Glück gegen die Latte. Bringt uns aber auch nichts mehr, denn wir verlieren dieses Spiel sehr unglücklich mit 1:2. Immerhin die Coins und das Tor von Shifty bekommen, aber auf jeden Fall nicht damit zufrieden. Das heißt, im dritten Spiel muss ein Sieg her gegen dieses Silberteam. Es ist Argentinien, es hat Gold und Vergini hinten drin und die sind schnell, groß und stark. Dazu noch Poncio und Vieto, das könnte auf jeden Fall schwer werden. Pereira ist ein sehr, sehr schneller Stürmer vorne drin, neben Vieto. Mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Erste Szene der Partie, natürlich auf unserer Seite. Quaresma, von dem hat man noch nicht viel gesehen, diese Episode. Versucht mit dem Scoop-Turn, geht weiter geradeaus, macht das gut mit dem Ball-Roll-Fake und geht weiter in den 16er rein. Nochmal ein Ball-Roll-Fake, macht das gut, das Roulette kommt und der Schuss war nicht seine Episode. Bisher zumindest. Der Ball kommt auf Shifty. Der Türke aus der schottischen Liga versucht hier mal mit einem Waka Waka, dann Scoop, dann kriegt glücklich nochmal den Ball zurück und macht das dann gut mit dem Elastico-Job. Fake-Shot bleibt stehen, macht den Advanced Rainbow Flick, kommt damit auch irgendwie durch, geht weiter aufs Tor zu, macht das hier gut mit dem Roulette, muss nur noch reinhauen und schießt am Tor vorbei. Wie gesagt, der Abschluss ist absolut wack und das sieht man in der nächsten Szene, denn direkt danach der Abschluss von Barbosa. Der Fehler kommt auf Shifty und Shifty ist wieder frei vom Tor und mit links scheitert er am, naja, Keeper. Aber es gibt ja einen Eckball. Und ich habe ja gesagt, nach Ecken sind wir an sich theoretisch zumindest stark, weil wir haben kopfballstarke Spieler. Quaresma bringt den rein. Und da ist Pizzi. Warum steht immer Pizzi in der Mitte? Da ist Silvio, der hat gerade schon richtig heißen Schuss rausgehauen. Und Barbosa kann diesen halten. Aber nochmal Eckball. Aber nochmal Eckball. Und das ist wichtig, denn Emenike kann köpfen. Und der steht diesmal in der Mitte. Allerdings wird die Ecke rausgeschlagen. Aber da ist Pizzi. Und Pizzi denkt sich, Io, wahrscheinlich. Oder ich hau ihn aus dem Stand einfach mal so in den Winkel. Zwar nur 500 Coins für dieses Tor, weil es nur ein Longshot war und kein Skill-Move, aber trotzdem richtig nice Bude von unserem zentralen Mittelfeldspieler. Und es ging weiter, aber mit dem Gegner. Wunderbarer Hackenpass auf Pereira, wie auch immer er das gemacht hat. Pereira auf und davon am Torwart vorbei und, ja gut, war halt scheiße, ne? Siehst du selber, ist ja nicht der beste Spieler. Auf der anderen Seite haben wir einen richtig guten Spieler und zwar Shifty. Macht das hier mit dem Scoop-Turn und dem Berberspin. Geht weiter geradeaus mit ordentlich Pace. Macht dann mal den Ball-Roll-Fake und hat die Verteidiger vor sich. Dann kommt hier ein Rabona-Fake und ein Waka-Waka und ein Hacke-zu-Hacke und ein Scoop-Turn und ein... Rabona-Fake und dann ist der Ball endlich mal wieder drin, 2:0, 33. Minute, richtig, richtig geiles Ding von Shifty, also ihr merkt, mit dem kann man richtig gut skillen und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bisher der beste 5-Star-Skill an dieser Serie, sogar besser als Quaresma hat er mir gefallen, weil der so viel Körperstärke hat, der ist riesengroß, der hat dieses Flair, der ist einfach mega geil zu spielen, macht unfassbar viel Spaß mit ihm, hier haut er mal einen Hokuspokus raus und kriegt dafür einen Freistoß und der angesprochene Quaresma gerade hat jetzt natürlich die Chance,
Allerdings macht er den rein, das ist die Frage, weil es war noch nicht seine Episode und auch dieser Ball wird auf der Linie geklärt. Na gut, sehr, sehr bitter auf jeden Fall. Erkin versucht es ja nochmal, wird aber auch geklärt. Und dementsprechend kommen wir vor der Halbzeit noch einmal vor das Tor mit Shifty mit einem McGeady-Spin. Macht das an sich gut, geht in den 16er rein. Ballrolle, nochmal irgendwie weitergespielt. Nochmal der Rabona-Fake, muss er nur noch machen. Und wieder ist es der verkackte Abschluss von Nadir Shifty, der hier uns das Tor verhindert. Und dann kam die Riesenchance für den Gegner, hier irgendwie mal ranzukommen. Aber gut gehalten auf jeden Fall von Marshall Inform, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ist ja auch immer in Inform. Und dann kam der große Auftritt Ricardo Kuh. Denn bisher noch nichts gerissen. Dann hier wunderbar gemacht mit dem Hacke zu Hacke. Der Job und weiter geht es geradeaus. Der Fake-Shot geht wunderbar mit dem Scoop-Turn vorbei. Dann dieser, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, Fake-Fake-Shot oder sowas. Und der Schuss in die lange Ecke mit dem Außenriss. Cross-Shot-OP, das 3:0, 90. Minute. Und es gibt dafür nochmal ordentlich Coins oben drauf. Übrigens gab es für das zweite Chip-G-Tor gerade 13.500 Coins, für dieses hier 11.500. Und es wären sogar noch mehr in den Jackpot gewandert als 46.000, wie es jetzt im Endeffekt sind. 46.500, wenn dieser Lupfer drin gewesen wäre. Es war eine Rabona-Flanke. Das hat er nicht gemacht und wollte er nicht machen. Aber egal, das war die letzte Szene der Partie, die nennenswert war, war trotzdem nochmal richtig schön. Ein guter Abschluss der Episode und damit haben wir jetzt ordentlich Coins gesammelt und können auf jeden Fall ins Pack-Opening reingehen und, naja, mal sehen, was wir da so ziehen werden. Aufgrund dessen, dass wir natürlich wieder runden müssen, ja, und es 46.500 Coins waren und wir 52.000 für 7 Packs brauchen, sind es diesmal 6 Packs, also 45.000 Coins. Im ersten haben wir Adil Rami und wie gesagt, der beste Spieler dieser Episode, beziehungsweise der beste Spieler dieses Pack-Openings von 6 Packs, der wird wieder in der nächsten Episode mit ins Team eingebaut werden. Ich war einfach in der stillen Hoffnung, dass es Rami nicht wird. Und ich wurde nicht enttäuscht. Es gab einen richtig, richtig krassen Spieler noch in diesem Pack-Opening, das kann ich euch vorwegnehmen. Und wer das geglaubt hat, der ist ganz schön arm. Weil es sind ja immer noch ja, meine Packs und ich öffne die ja. Und auch auf dem zweiten Cover ist Griezmann drauf. Und wir haben wieder einen richtig, richtig starken Spieler drin. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Überragend ist es Vargas. 77er Rating, Stürmer an sich ja nicht scheiße, muss man ganz ehrlich sagen. Aber halt auch nichts wert und auch nicht gut. Und naja, Ibai Gomez ist noch höher geratet als er. Also wäre sogar der jetzt eine Option. Abgesehen davon, dass wir auch Rami hatten. Also von dem her können wir uns einen aussuchen, je nachdem. Allerdings, vielleicht kommt noch was Besseres. Wir haben ja noch 4 Packs vor uns. Da kann noch einiges passieren. Schauen wir mal, ob das denn auch dann so eingetreten ist. Das mit Hazard jetzt vorne drauf, vielleicht bringt das ja ein bisschen mehr Glück. War zumindest meine stille Hoffnung, denn, naja, Hazard hat mir ja, glaube ich, Falcao gebracht, wenn ich mich recht erinnere. In meinem ersten Pack damals in dem Pack-Opening. Und mal sehen, wie er mir jetzt bringen wird. Er bringt mir Rodriguez. Ja, nicht Ramos, nicht mal irgendeinen vernünftigen Rodriguez. Nein, er bringt mir den Innenverteidiger Rodriguez von der Fiorentina. Relativ kleiner Typ mit 1,80, glaube ich, also absolut useless. Useless? Nicht useless. Ich wollte usable sagen und habe dann useless gesagt. What the fuck? Egal, auf jeden Fall ist der nicht im Auswahlkriterium. Rami und Ibai Gomez sind momentan die Spieler, für die ich mich dann entscheiden müsste. Alaba auf dem nächsten Cover drauf, das drittletzte Pack. Vielleicht ja hier mal ein bisschen mehr Glück. Es wird Oxlade-Chamberlain, der bisher ja bestgeratete Rare-Spieler. Ganz schön traurig. Aber auch Alex Song und Welbeck sind drin. Die sind, naja, zumindest Oxlade. Chamberlain und Welbeck sind ein bisschen was wert. Song natürlich nicht. Aber auch der wäre in der Auswahl drin. Beziehungsweise wäre möglich, dass wir ihn benutzen. Messi als nächstes auf dem Cover, auf dem vorletzten Pack dieser Episode. Mal sehen, vielleicht will er uns ja sich selber bringen oder irgendwas Vernünftiges. Er bringt uns Zapata, der nächste Innenverteidiger von Milan. Diesmal war sogar noch schlechter. Das Pack allgemein ein richtiger Ranz mit Yamada und Mario noch als einziger Spieler dabei. Kannst du also komplett in die Tonne treten. Und das mache ich auch quasi fast. Und damit kommen wir zum letzten Pack der Episode. Und jetzt muss es doch ein besserer Spieler werden. Bitte. Mindestens ein 80er Rating. Ja, letztes Mal war es Emenike davor, Diego Alves. Bitte diesmal wieder ein 80er Rating. Bitte, bitte, bitte Thomas Rosicki. Okay, damit kann ich leben. Gut. Also, Rosicki wird in der nächsten Episode dabei sein in dem Team. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben auf dieses Video da. Ich freue mich auf jeden Fall. Die Serie macht mir super viel Spaß. Schreibt mir in die Kommentare, ob sie euch auch gefällt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ich wünsche euch noch, wie immer eigentlich, einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.